Entwickelt wurde das Training übrigens vom US-Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn. Und zwar schon 1979, als er eine Klinik für Stresspatienten gründete und das sogenannte MBSR-Programm entwickelte. Das steht für Mindfulness-Based Stress Reduction. Also Stressreduktion durch Achtsamkeit. Dass Stress schlecht ist und krank macht, das weiß inzwischen jeder. Aber warum eigentlich? Die Reaktion unseres Körpers auf Stress ist ein uralter Mechanismus. Er trieb schon von mehr als einer Million Jahren unsere Urahnen an. Für sie war es die Grundlage, um zu überleben, wenn sie bedroht waren. Als Antwort auf einen Stressimpuls befiehlt das Emotionszentrum dem Körper, Stresshormone produzieren. Ein ganzer Hormoncocktail wird von der Nebennierenrinde ausgeschüttet, vor allem Adrenalin und Cortisol. Als Folge steigen Blutdruck und Puls. Blut strömt in die Muskulatur von Armen und Beinen. Unnötige Energieverbraucher wie die Verdauung werden heruntergefahren. Die Schmerzempfindlichkeit herabgesetzt. All das dient einem Ziel, die Bedrohung zu meistern. Entweder durch Flucht oder durch Kampf. War die Herausforderung bewältigt, dann reagierte der Körper auch schon vor Urzeiten mit Entspannung. Eine zentrale Rolle spielt dabei der sogenannte Hippocampus im Gehirn, der den Körper anweist, die Flut der Hormone zu zügeln. Als ein Abbauprodukt entsteht körpereigenes Morphium. Der Mensch fühlt sich wohl und das Belohnungszentrum in seinem Gehirn registriert, alles richtig gemacht. Beim modernen Menschen sind noch die gleichen biochemischen Prozesse am Werk. Doch Stressforscher beobachten mit Sorge, was Zeit- und Leistungsdruck, Angst um den Arbeitsplatz und Reizüberflutung in unserem Körper bewirken. Bei vielen von uns reiht sich Stressreiz an Stressreiz, gepaart mit Ängsten und Sorgen um die Zukunft. Mediziner finden erhöhte Pegel von Stresshormonen, die nicht mehr richtig abgebaut werden. Eine Folge? Nervenzellen bilden sich ausgerechnet im Hippocampus zurück, der bei Gesunden die Entspannung einläutet. Die Mediziner finden immer mehr Indizien dafür, dass die eigentlich nützlichen Stresshormone uns krank machen. Sie lösen Herzkrankheiten und Depressionen aus und schwächen das Immunsystem. In immer mehr Studien zu Diabetes, Arthritis und sogar Krebs belegen Forscher den schädigenden Einfluss von Stress. Deshalb raten sie, den Stresskreislauf so früh wie möglich zu unterbrechen, Wege zur Entspannung zu finden, sich zu bewegen. Damit knüpfen wir genau an unser evolutionäres Erbe an. Denn schon bei unseren Vorfahren gehörten Stress und Entspannung zusammen. Reize, die Angst auslösen, speichert unser Gehirn also besonders sorgfältig ab. Diese Negativtendenz unseres Gehirns führt zum Beispiel dazu, dass wir in Beziehungen zu anderen Menschen etwa 5 positive Erlebnisse brauchen, um ein einziges Negatives auszugleichen. Verrückt, oder? Und das ist nicht das einzige Verrückte an unserem Gehirn. Obwohl sich alles ständig verändert, versucht es dauerhaft Pläne zu entwerfen und belästigt uns regelrecht mit seinen Gedanken. Und genau das kann man durch das Achtsamkeitstraining lernen zu erkennen. Gedanken und Gefühle sind nur eine Tätigkeit des Gehirns. Wir können lernen, sie zu kontrollieren. Diese Erkenntnis scheint sich enorm positiv auf viele Krankheiten auszuwirken. Das sagen Studien. Klingt ein bisschen zu gut, oder? Unser Reporter Oliver Witkowski jedenfalls, der war skeptisch. Da aber in seiner Heimatstadt gerade eine große Studie zur Wirkung von Achtsamkeit stattfindet, hat er Forscher und Teilnehmer besucht und interessante Fakten erfahren. Kurze Blitzachtsamkeitsübung für unterwegs. Ich beobachte aufmerksam meinen Atem bei der Fahrt durch Mannheim. Dort treffe ich einen jungen Mann, der an einer Studie zu Achtsamkeitstraining bei Depressionen teilnahm. Eike Menger hatte schon etliche depressive Phasen, ging oft gar nicht mehr aus dem Haus. Inzwischen macht er seine Ausbildung weiter und meditiert regelmäßig. Man merkt, man driftet ab. Auch wenn ich sage, ach, ich bin blöd, ich krieg das nicht hin. Und sagen, okay, das ist jetzt so, das ist jetzt da, das geht auch wieder. Und einfach am Thema bleiben, am Ball bleiben. Der 4-wöchige Achtsamkeitskurs im Rahmen der Studie hat bei ihm viel bewirkt. Früher bin ich in, ich nenne es einfach, tranceähnlichen Zustand geraten, war dann einfach abwesend und jetzt konnte ich immer so, wenn ich gemerkt habe, ich drifte ab, dann auch wieder zurückfinden.
Ich bin dann wieder zu mir selbst gekommen und das alleine, ohne irgendwelche Hilfe, was schon ein Riesenfortschritt ist. Er ermutigt mich, wieder fleißiger zu üben. Die Studie, die ihm so half, läuft immer noch am Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Hier untersuchen Christine Kühner und ein Team von Neurowissenschaftlern, wie Hirnaktivität und Achtsamkeitsschulung zusammenhängen, mit handfesten Zielen für die Behandlung von Dauergrüblern und Depressionen. Achtsamkeitstraining ist ein mentales Training, ein Training des Gehirns, sozusagen, um Aufmerksamkeitsprozesse auch wieder zu fördern. Es geht einfach darum, dass wir den Patienten was an die Hand geben, wo sie eben aus solchen grüblerischen Schleifen ausbrechen können und auch sich von grüblerischen Gedanken möglicherweise zu distanzieren. Die Forscher interessiert, wie negative Emotionen in Geist und Körper sich selbst verstärken. Das ist nicht nur bei depressiven Menschen der Fall. Ich darf den Versuchsparcours selbst durchlaufen. Zuerst der Hirnscan. Professor Kirsch und sein Team erzeugen anfangs eine neutrale Stimmung bei mir. Gucken die Augen zulassen, wie Sie möchten, bloß bitte ruhig liegen, okay? Aufnahmen meines Ruhenetzwerkes entstehen. Das sind jene Hirnregionen, die aktiv sind, wenn ich nichts Konkretes mache und denke. Das Gehirn produziert auch dann einen Strom von Assoziationen. Nur rund 20% unseres Erlebens basiert auf konkreten Gedächtnisinhalten und äußerer Wahrnehmung. 80% simuliert unser Gehirn nur. Versionen vergangener oder zukünftiger Ereignisse laufen wie kurze Filme ständig in unserem Kopf ab. Sie ermöglichen uns zu handeln, aber sie halten uns auch in bestimmten Vorstellungen gefangen. Nun versetzen mich die Forscher in eine traurige Stimmung. Ich soll mich an schlimme Lebensereignisse erinnern. Hirnbereiche, die Erfahrungen und Gefühle verarbeiten, werden aktiviert. Bezüge zu Verlusten und Ängsten überlagern sich. Eine Negativspirale. Ich gebe an, was ich fühle. Ende der Vorstellung. Ich bin auch bedient. Professor Kirsch gibt mir Einblicke. Das ist das gleiche Netzwerk, während Sie die Musik gehört haben. Und da sehen Sie, das verändert sich ein bisschen. In trauriger Stimmung wurde das Ruhenetzwerk bei mir aktiver. Das ist normal. Allerdings bei depressiven Menschen ist die verstärkte Aktivität viel öfter und länger zu beobachten, auch ohne Stimulierung. Dieser Check des Ruhenetzwerkes lässt Prognosen zu, ob Patienten wahrscheinlich depressiv werden oder rückfallgefährdet sind. Außerdem wurden die Studienteilnehmer mit einem Spezialsmartphone ausgestattet. Sie bekamen im Alltag Fragen zu ihrer Stimmung gestellt. Manchmal mussten sie noch Speichelproben eintüten. Speichelprobe, Speichelprobe, Speichelprobe. Ein Test ihres Cortisolspiegels, der zeigt, wie gestresst sie sind. Die Cortisolmessung in Verbindung mit Grübeleien belegt, dass Menschen bei Dauergrübeln auch körperlichem Stress ausgesetzt sind. Für unser Gehirn ist es nämlich egal, ob wir Stress und Leiden tatsächlich erleben oder uns nur in Gedanken quälen. Ziel jedes Achtsamkeitstrainings ist es, aus dieser Negativspirale wieder herauszukommen. Lernen, den inneren Film zu durchbrechen, Gedanken und Befürchtungen wieder loszulassen, die Aufmerksamkeit bewusst zu fokussieren. Nach den Trainingswochen wurden die Teilnehmer wieder durchgecheckt. Ihr Ruhenetzwerk, also die Tagträumerzentrale, war bei vielen nun weniger aktiv. Auch die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol nahm ab. Am Ende werden von rund 70 Teilnehmern Messungen vor und nach dem Achtsamkeitskurs vorliegen. Wir sind mitten in der Studie, also wir haben noch keine Auswertungen, keine statistischen Auswertungen, aber ich schaue mir eben auch die Videos von Therapiesitzungen an und sehe darin, dass die Patienten recht gut profitieren, auch von den Übungen. Und auch die Rückmeldung der Teilnehmer ist sehr positiv. Also so, dass wir auch festgestellt haben, dass alle, die teilnehmen an so einem Kurs, sich überlegen, wie sie das weiterhin auch in ihrem Alltag praktizieren können.
Also wenn ich jetzt tapfer meditieren würde, viele Jahre, könnte man vielleicht erwarten, dass bei mir auch dieses Ruhenetzwerk nicht mehr solche großen Schwankungen aufweisen würde unter solchen. Ach, da wäre ich eigentlich optimistischer. Ich glaube, das geht schneller als viele Jahre. Wir glauben, dass die Plastizität des Gehirns eigentlich so stark ist, dass man auch mit einer kurzen Intervention, einer kurzen Therapie hier schon zu Veränderungen kommen kann. Die Forscher erwarten weitere Belege für die therapeutische Wirkung von Achtsamkeit. Ermutigt freue ich mich auf meinen nächsten Kurs. Darauf noch eine Runde Blitzachtsamkeit.